Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte Sie im Namen der Reinhold-Meyer-Stiftung und der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Web-Talk zu Achtung Fake Facts, erkennen Sie Verschwörungserzählungen. Mein Name ist Melanie Köpler und ich bin Kommunikationsreferentin im Landesbüro Baden-Württemberg der beiden liberalen Stiftungen. Viele von Ihnen waren sicher schon bei einer unserer Veranstaltungen, daher halte ich den Werbeblock kurz und möchte eigentlich nur kurz einordnen, was wir machen. Die heutige Veranstaltung ist eine von etwa 300 Diskussionen, Vorträgen, Lesungen und Trainings zu ganz unterschiedlichen Themen, die wir als Landesbüro Baden-Württemberg jährlich zur politischen Erwachsenenbildung anbieten, sowohl online als auch langsam zunehmend wieder in Präsenz. Für die nächsten Wochen haben wir auch vor allem Veranstaltungen draußen geplant, also zum Beispiel Stadtführungen und Besichtigungen. Schauen Sie gerne bei uns auf der Website, was in Ihrer Nähe stattfindet. Aus aktuellem Anlass einen wichtigen Hinweis. Die Flut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat unser ganzes Land erschüttert und wir dürfen die Menschen in den betroffenen Regionen in dieser Situation nicht allein lassen. Daher haben wir uns als Stiftung entschlossen, bei jeder Veranstaltung, die wir momentan durchführen, darauf hinzuweisen, dass auch Sie helfen können. Sie können zum Beispiel mit Ihrer Spende an Aktion Deutschland hilft konkret die bei der Hilfe vor Ort unterstützen, zum Beispiel über die Internetseite www.aktion-deutschland-hilft.de. Ich poste Ihnen den Link auch gleich nochmal in den Chat. Bei unserem heutigen Web-Talk beschäftigen wir uns mit dem Thema Verschwörungstheorien und Desinformation. Da möchte ich Sie dann auch zunächst auf eine Publikation der Stiftung mit dem Titel Was tun gegen Desinformation hinweisen, die Sie kostenfrei herunterladen können und bei der Sie dann einige Informationen zum Thema finden. Auch diesen Link poste ich Ihnen gleich noch in den Chat. Es geht bei Desinformation nicht um versehentliche Falschinformationen, wie es unbeabsichtigt sicher mal vorkommen kann und was dann im seriösen Journalismus auch korrigiert wird. Es geht vielmehr darum, bewusst in die Irre zu führen und so Schaden anzurichten. Es betrifft nicht nur schriftliche Äußerungen, sondern auch bildliche. Also hier reicht die Bandbreite wirklich von falschen Kontextualisierungen, leichte Bearbeitungen, also bis hin zu aufwendigen Deepfakes, also manipulierten Videos. Konkret zu den Begrifflichkeiten und den Unterschieden werden wir gleich auch in der Diskussion sicherlich noch kommen. Das alles sind keine neuen Phänomene, aber je wichtiger digitale Plattformen werden, desto schneller verbreitet sich Desinformation natürlich. Es erscheint oft täuschend echt und hat dann in der Folge Auswirkungen auf das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Politik, Medien und Institutionen, was natürlich gerade auch in einem Wahljahr Auswirkungen hat. Auch Verschwörungstheorien haben nicht erst seit der Corona-Pandemie Konjunktur, aber wurden natürlich dadurch auch noch zusätzlich verstärkt. Wir diskutieren daher heute über die Fragen, wie groß die Gefahr ist, auf Verschwörungserzählungen reinzufallen und welche Rolle die neuen Medien dabei auch spielen. Ich möchte Ihnen dazu kurz unsere Gäste vorstellen. Benjamin Strasser war von 2014 bis 2016 parlamentarischer Berater für den NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags Baden-Württemberg und ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags. Dort vertritt er die FDP-Bundestagsfraktion als ordentliches Mitglied und Obmann im Innenausschuss sowie im Untersuchungsausschuss zum Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz im Jahr 2016. Er ist zuständig für alle Themen der inneren Sicherheit und zudem ist er religionspolitischer Sprecher und Antisemitismusbeauftragter der FDP-Fraktion. Professor Markus S. Kleiner ist Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft und leitet an der SRH Hochschule Berlin den Masterstudiengang Medien und Kommunikation. Zudem ist er freiberuflich unter anderem als Medienberater, Moderator und Hörspielautor tätig. Und im vergangenen Oktober erschien sein Buch Streamland, wie Netflix, Amazon Prime und Co. unsere Demokratie bedrohen, in dem er sich mit der Frage beschäftigt, wie die Algorithmen der Streaming-Anbieter unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit beeinflussen. Moderieren wird die heutige Veranstaltung Simone Fasse. Sie hat unter anderem Politikwissenschaften studiert, ist Journalistin mit den Schwerpunkten Digitalisierung, Medien und New Work und schreibt als freie Autorin für verschiedene Fach- und Online-Medien und ist außerdem im Netzwerk Digital Media Women sehr aktiv. Auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben natürlich die Möglichkeit, während der Veranstaltung mitzudiskutieren und Ihre Fragen zu stellen. Technisch möglich ist das über die F&A-Funktion in der unteren Bildschirmleiste. Wir freuen uns, wenn Sie sich aktiv einbringen.
Aber falls sehr viele Fragen sein sollten, bitte ich jetzt schon mal um Verständnis, wenn wir nicht alle beantworten können. Bevor wir inhaltlich loslegen, würden wir mit einer kurzen Umfrage starten. Ich starte die schon mal parallel. Es geht einfach darum, uns würde es interessieren, ob Sie selbst schon mal den Eindruck hatten, dass Sie mit Desinformation in Berührung gekommen sind und wenn ja, in welchem Bereich. Die Abstimmung an sich ist anonym, also wir sehen nicht, wofür Sie gestimmt haben. Wir haben jetzt einfach mal ein paar schon abgestimmt. Stimmt, wir uns einfach noch mal ein bisschen laufen lassen, bis sich das stabilisiert hat. Haben eigentlich so die meisten abgestimmt, vielleicht die letzten, wenn Sie noch möchten, nutzen Sie gerne noch die Chance und aber ich glaube, jetzt steigt es nicht mehr groß. Ich würde es jetzt einfach mal beenden und die Umfrageergebnisse teilen und würde dann an Sie mit den Ergebnissen übergeben, Frau Fasse, um sozusagen das zu besprechen. Müssten Sie jetzt alle sehen. Ja, genau. Und das Ergebnis ist ja auch schon recht klar, da es auf YouTube, wo wir auch gestreamt werden heute, nicht zu sehen ist, würde ich die Zahlen noch einmal vorlesen. Hatten Sie schon einmal das Gefühl, mit Desinformation konfrontiert zu sein? Mehrfachauswahl war möglich. Da haben 58% gesagt, ja, in den sozialen Medien ist mir das schon mal begegnet. In den klassischen Medien 32%. Ich bin mir nicht sicher, haben 21% geantwortet und ich habe nicht das Gefühl, schon einmal gezielter Desinformation begegnet zu sein, kam von 32%. Also ein bisschen ausgewogen, aber schon eine klare Tendenz eben hin zu den sozialen Medien. Und das führt mich natürlich gleich zu unserem Gast aus der Politik, Herr Strasser. Wo ist Ihnen denn persönlich in letzter Zeit Desinformation, Fake News, Verschwörung begegnet? Ja, also zum einen bin ich noch privat auf Facebook unterwegs, nicht nur als Politiker. Und wenn man dann so sieht, was manche Bekannte bei Facebook teilen, auch durchaus gebildete Leute, und man merkt, das sind Fake News, Kacheln, die einfach sozusagen unreflektiert geteilt worden sind, die man mit einem kurzen Google-Recherche diese Informationen falsifizieren kann. Dann ist mir das in den letzten Jahren immer wieder begegnet. Wenn man die Leute darauf anspricht, merken sie selber, dass das nicht gerade klug war, das einfach sozusagen schnell auf den Teilen-Button in der Empörung, das sozusagen in die Welt weiterzugeben. Also da sind manche dann selber darüber erschreckt, was sie da eigentlich gemacht haben. Und jetzt im Vergleich zum Wahlkampf, Sie waren ja auch schon 2017 aktiv, hat sich da die Qualität der Fehlinformation oder der Desinformation, die da so durchs Netz kursiert, aus Ihrer Sicht verstärkt? Oder sehen Sie da eine Tendenz? Ja, natürlich, gerade mit Corona beispielsweise ist ja auch eine Flut an Informationen vorhanden, die man auch immer einordnen muss und wo es als Nichtmediziner einem selber ja schwerfällt, das immer korrekt einzuordnen. Deswegen ist mein Eindruck, dass da schon viel auch an Fake News unterwegs sind, die so nicht zutreffen oder die aus dem Kontext gerissen werden. Und dann sozusagen als Beweis genommen werden für ganz andere Thesen. Das ist ein Problem auch in der politischen Auseinandersetzung, weil es eine Diskussion um richtige Schlüsse erschwert, wenn man nicht ja, auf Basis des gleichen Fakten- und Zahlenmaterials argumentiert. Markus, wir sollten vielleicht erstmal so ein bisschen die Begrifflichkeiten scharf ziehen, denn es ist ja doch immer wieder von verschiedenen Begriffen zu lesen: Fake News, Fake Facts, Verschwörungstheorie, Verschwörungserzählungen. Sag uns doch mal das vielleicht so ein bisschen, wie wir das unterscheiden können.
Man kann die Begriffe heuristisch eingrenzen, aber nicht ganz klar objektiv definieren, weil sie in sich selbst sehr schwammig und sehr unklar sind. Ich würde mit Ann-Kathrin Riedel in diesem wirklich guten Papier Was tun gegen Desinformation mitgehen und sagen, Fake News ist ein politisches Schlagwort, was für unsere Debatte einfach suspendiert werden kann. Wir sollten den Begriff Fake News einfach vergessen. Der war auch sehr, sehr klar direktional gebraucht von einem großen Politiker, groß im Sinne von mächtig, nicht im Sinne von sehr klug und sehr demokratisch. Ich würde eher von Desinformationen sprechen. Und Desinformationen, einfach die gezielte Irreführung von Menschen durch Falschnachrichten. Nicht durch, ich habe eine falsche Recherche gemacht, ich habe falsche Zahlen genannt, ich kann es korrigieren, wie es immer im Journalismus gibt. Der Journalismus kann genauso wie jede gesellschaftliche Institution einfach mal falsche Informationen verbreiten, aber man korrigiert es, man macht eine Gegendarstellung, das ist kein Problem. Aber die Desinformation, die sagt zum Beispiel, naja, wo ist denn der Covid-Virus entstanden? Ist er in China, in Laboren entstanden? Wollten sie uns damit irgendwie alle schwer verletzen, sollen die Weltarchitektur umdrehen? Das ist eine gezielte Desinformation, die nur darauf zielt, die Wahrnehmung von Wirklichkeit zu manipulieren, eine ganz klare Perspektive auf die Wirklichkeit zu geben, die Macht erfüllt ist, beziehungsweise Machtverhältnisse umdrehen will, die Stimmung gegen Menschen machen will, gegen Menschengruppen machen will und so weiter. Das ist eine Desinformation, die immer sehr stark mit dem zusammenhängt, was ich gerne Verschwörungserzählung nenne. Denn, um bei den Begriffen klar zu sein, eine Theorie ist etwas, was ich wissenschaftlich überprüfen kann, was Intersubjektivität von allen nachvollziehbar ist. Verschwörungserzählungen haben nicht den Status einer Theorie, weil sie sich ja gerade dem überprüfbaren, für objektivierbaren Wissen entziehen wollen und eine Gegenwirklichkeit anbieten. Das heißt, Verschwörungstheorie ist der falsche Begriff, der aus der Desinformation unter anderem folgen kann. Es gibt erstmal eine Verschwörungsmentalität. Das heißt, bin ich offen zu sagen, naja, ich bin machtkritisch, ich habe das Gefühl, nicht genug gehört zu werden, ich habe das Gefühl, nicht genug Einfluss auf die Gesellschaft nehmen zu können und ich möchte einfach alternative Wirklichkeiten anbieten. Ich möchte auch zu einer Entgrenzung des Sagbaren beitragen. Das ist eine Verschwörungsmentalität, die auch immer durchaus etwas Verschwörungsideologisches hat, weil ich möchte ja nicht vom Gegenteil überzeugt werden, weil ich bin ja im richtigen Bewusstsein, ich habe ja die richtige Sicht auf die Welt und entdecke dann sozusagen die Verschwörung, also das, was schief läuft. Ja? Das sind Verschwörungsmentalität, Verschwörungsideologie, die zusammenhängen. Für mich ist der Begriff der Verschwörungserzählung wichtig, weil wir hier wirklich eine narrative Struktur haben, eine erzählende Struktur haben, dass wir Dinge aus der Wirklichkeit nehmen, etwa wenn Sie Jeffrey Epstein nehmen und diese pervertierten Vergewaltigungen, in die auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens involviert sein sollten, ja, wenn man so etwas nimmt, was sozusagen nicht zu leugnen ist, aber es dann in eine große Geschichte einer Weltverschwörung baut, wie die Mächtigen der Welt Kinderblut trinken, wie die Mächtigen der Welt uns alle manipulieren und so weiter, dann hat man das Gefühl, man ist in einer Erzählung, in einer Geschichte, in einem Kriminalfilm, ja, und dann denkt man auf einmal, oh, das war doch beim Da Vinci Code, man erinnert sich vielleicht, Dan Brown, die Verfilmung, der Da Vinci Code, war es ja ganz ähnlich. Und man kann dann auf einmal nicht mehr zwischen Wirklichkeit und Fiktion so richtig trennen und muss der Erzählung glauben oder sich von der Erzählung begeistern lassen. Also so würde ich es erstmal unterteilen. Desinformation als gezielte Fehlinformation, interessenpolitisch motiviert, ob das nun von einzelnen Gruppen ist oder auch von größeren Zusammenhängen ist. Verschwörung, reden wir über Verschwörungserzählungen, die, um geglaubt zu werden, eine gewisse Verschwörungsmentalität brauchen. Also ein Unzufriedensein in der Welt mit seiner eigenen Position oder mit dem, was in der Welt läuft. Und vielleicht auch nochmal, um es dann auch zu verdeutlichen, so nicht jede Fake oder beziehungsweise nicht jede Desinformation ist gleich eine Verschwörungserzählung, aber Desinformation treibt eben auch diese Verschwörungsmentalität und diese Verschwörungserzählungen dann auch an. Genau. Zum Beispiel Kommunikationsguerilla, also wenn wir Sniping von Plakaten haben, man sieht jetzt gerade auch wieder im Wahlkampf, die Plakate der Parteien und man ist kritisch gegenüber bestimmten Parteien und verfremdet ein Plakat, indem man sozusagen, was will eigentlich wirklich gesagt werden und wofür steht die Partei und da steht das und wir verändern das. Das ist natürlich ein Fake, der aus einer kritischen Haltung heraus, aus einer Guerilla-Haltung heraus ist, der nicht mit Desinformation arbeitet, sondern versucht, dass das, was eigentlich gesagt werden sollte, zum Ausdruck zu bringen. Spaßaktion, Spaßguerilla, wie wir es jetzt gerade hatten, auch mit dem CDU-Fake und so, das sind Themen, die eher gesellschaftskritisch für die Anregung eines Diskurses gebraucht werden. Also genau wie du sagst, und deshalb ist nicht jeder Fake
automatisch eine Verschwörungserzählung oder eine Desinformation, sondern kann genau das Gegenteil bewirken. Mhm. Herr Strasser, Verschwörungserzählungen gibt es ja eigentlich auch schon sehr, sehr lang. Das ist ja historisch auch nichts Neues letztlich. Warum ist für uns das jetzt gerade so relevant? Und wahrscheinlich hat Corona da seinen guten Teil zu beigetragen. Klar, es ist so relevant, weil wir gerade in einer pandemischen Lage leben. Und ich es ganz oft erlebe, dass Menschen für komplexe Sachverhalte auch eine Erklärung haben wollen. Und je einfacher die Erklärung ist, desto besser ist sie auch anzunehmen und zu akzeptieren. Nur bei Corona waren wir jetzt ein Jahr lang in einem Zustand, wo wir kaum bis gar nichts über diesen Virus wussten, wie der sich verbreitet, wer besonders gefährdet ist. Es gab wissenschaftliche Erkenntnisse, die sich wiederum ins Gegenteil verkehrt haben, was Wissenschaft ja ist. Wissenschaft ist ja die Annäherung an die Wahrheit mit These und Gegenthese. Und dann gibt es Thesen, die sich eben nicht validieren lassen, weil die Wirklichkeit dann doch anders aussieht. Und da kommen dann viele Menschen nicht mehr mit, und Verschwörungserzähler benutzen das ja dann auch wiederum ganz gezielt, um zu sagen, seht her, wir werden da hingehalten, heute wird das erzählt, morgen wird jenes erzählt. Und wenn man dann sozusagen eine einfache Erklärung hat, dass es da einen großen Plan im Hintergrund gibt, dass alles gesteuert ist und das sozusagen in die große Geschichte als Beweis genommen wird, dass das wahr ist, was man da erzählt. Deswegen glaube ich, dass das gerade durch die Corona-Pandemie diese Verschwörungserzählungen Hochkonjunktur haben. Mich erschreckt, dass es teilweise ganz alte Trigger sind, die da benutzt werden und dass die erstaunlicherweise immer noch funktionieren. Die sogenannte QAnon-Bewegung ist ein Beispiel dafür, die an klassische antisemitische Stereotype aus dem Mittelalter anknüpft. Damals hatte man unter anderem diese sogenannte Ritualmordlegende, also jüdische Menschen entführen christliche Kinder und backen ihr Blut in Mazzot ein, also in so ein Brot, ein jüdisches Brot essen, das um länger leben zu können. Und QAnon sagt ja, es gibt die Eliten. Und wenn man weiß, wer die Eliten in den USA sind, dann sind es meistens Linksliberale, auch mit einem jüdischen Background. Also die Eliten entführen Kinder und machen Pillen aus dem Blut, um länger zu leben oder jung zu bleiben. Dann ist es ja im Prinzip genau dieselbe Erzählung, nur mit ein paar Worten sozusagen in die Neuzeit transferiert. Und dann wird es eben gefährlich. Nicht jede Verschwörungserzählung ist demokratiegefährdend. Aber wenn ich in so klassischen Gut-Böse-Narrativen lebe, also ich als Verschwörungserzähler auf der guten Seite und die Bösen, die man besiegen und bekämpfen muss, dann führt das letzten Endes ja auch dazu, dass die als Feinde benannt werden, also in dem Fall dann die Juden, körperlich angegriffen werden, bis hin, wir haben das ja in Halle und Hanau auch erlebt, dass da Einzelne auch nicht vor Mord oder Mordversuchen zurückschrecken. Und dann wird es eben diese Radikalisierungsspirale, die dann gefährlich ist. Jetzt kommen hier schon die ersten Zuschauerfragen. Wir wussten schon, dass das Thema doch einige triggert, und das finden wir auch ganz toll. Wir möchten Sie nochmal ermutigen, auch beim F&A-Tool mitzumachen bei Zoom. Ein Zuschauer hat einen Einwand, und er sagt, also es gibt eben in diesem Hintergrund jetzt auch mit Corona also zwei Seiten, nämlich System- und gesellschaftskritische Einstellung, das Bedürfnis, stärker gehört zu werden, zum Beispiel als marginalisierte Gruppe, was nicht unbedingt jetzt eine Verschwörungserzählung gleichzusetzen sein muss. Herr Strasser, können Sie das nachvollziehen? Ja, ne? Also ich weiß jetzt nicht genau, welches Beispiel der Frager da im Sinn hat. Natürlich sind Leute, die beispielsweise kritisch sind gegenüber Impfen oder die jetzt sagen, also dieser Impfstoff ist jetzt irgendwie nicht mal im Jahr entwickelt worden, ich bin da skeptisch oder ich bin da vorsichtig, möchte mich nicht impfen lassen, ist das
dieser Mensch noch kein Verschwörungstheoretiker. Ja? Es gibt momentan, so wie ich sehe, auch in der Politik keine ernstzunehmende Stimme, die eine Impfpflicht für alle will. Also auch da ist, respektiert man diese Menschen und die freie Entscheidung. Da muss man natürlich in der Definition vorsichtig sein. Aber wenn ich an solche Theorien wie QAnon glaube, auf die sich dann wiederum ja Attentäter wie in Halle und Hanau in ihren Manifesten da auch explizit berufen, dann ist das eine andere Qualität, dann hat das nichts mehr mit Gesellschaftskritik zu tun oder im kritischen Denken gegenüber der Regierung oder so skeptisch zu sein. Ich finde es gut, wenn man skeptisch ist, das hilft, Dinge auch zu reflektieren. Das ist dann schon extremistisch, was da bei QAnon beispielsweise passiert. Und das ist für mich nicht gleichzusetzen. Eine weitere Frage kam, Entschuldigung, Markus? Ich wollte nur auch kurz ergänzen, wenn ich darf, zu dieser Frage, weil ich glaube, ich bin als Wissenschaftler, vertrete ich kein politisches Programm. Das heißt, was mich interessiert, wenn jemand sagt, ich bin impfkritisch, ist, okay, was sind die Argumente? Wie wird das begründet? Ja, und wenn dann in den Begründungen sozusagen, sind es allgemeine Begründungen, sind es persönliche Begründungen, orientiert man sich an verbreiteten Meinungen, die impfkritisch sind und so weiter, wie positioniert man sich wiederum dazu? Das finde ich erstmal aufschlussreich, um eine Meinung zu verstehen, um sie verorten zu können und dann zu sagen, welche Elemente sind da drin, die für mich vielleicht Verschwörungserzählungen sind. Das sind einfach vielleicht auch medizinische oder auch belegbare Haltungen, wo man sagen kann, okay, ich möchte vorsichtig sein, ich möchte mir das überlegen und so weiter. Man muss sehr vorsichtig sein, sofort den Hammer der Verurteilung rauszuholen, auf beiden Seiten sozusagen. Man muss erstmal wirklich verstehen, über was reden wir und wie begründet jemand seine Haltung, auch seine Gesellschaftskritik. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, dass mich erstmal die Narrative und dann sozusagen das, was in den Erzählungen verhandelt wird, interessieren. Und auf der anderen Seite ist das, und da sind wir bei diesen Urthemen des Menschlichen, ist, es wird immer Reduktion von Komplexität betrieben, was Herr Strasser sagt, das muss man immer machen. Die Welt ist so vielschichtig, dass man den Überblick leicht verliert, also muss man es einfach machen. Aber wenn es dann einfach wird und dann sofort zu Emotionen übergeht, also mit Angst zu arbeiten, ist ja ganz, ganz beliebt. Man erzeugt Angst. Was macht der Impfstoff mit uns und so weiter? Und man lässt sich von der Angst leiten, dann verliert man die Ebene des Diskursivierbaren. Das ist auch wirklich des rationalen Diskurses. Und dann ist man in einer Erzählung gefangen. Eine Erzählung will Emotionen ansprechen, aber nicht mich rational von etwas überzeugen. Und da muss man sehr genau hinschauen, über was wir hier reden, wenn wir mit diesen Themen uns auseinandersetzen, auch mit dem Hinweis der Zuhörerin. Dazu passt auch sehr gut eine weitere Frage aus dem Chat. Eine ehemalige Parteifreundin ist der Verschwörungserzählung über das Impfen erlegen. Ist es vergleichbar mit einer Religionssektengläubigkeit? Und sind diese Menschen noch rational erreichbar? Ich glaube, in puncto Religionssektengläubigkeit, Herr Strasser, sind Sie der Experte. Kann man das vergleichen? Nur bedingt. Also es ist ja immer die Frage, in was für einem Stadium ist diese Parteifreundin. Ne? Man kann impfkritisch sein, das ist überhaupt keine Frage. Und mit Fakten argumentieren, warum man diese Haltung und diese Auffassung hat. Nur wenn es dann in ein Stadium kommt, wo man offensichtlich für Fakten der Gegenseite nicht mehr offen ist, ja, und die eigene Meinung und Haltung auch gar nicht mehr hinterfragen will, weil natürlich sozusagen der große Plan hinter allem steht und alles mit allem zusammenhängt und die anderen nur zu blöd sind, sozusagen diese große Verschwörung zu erkennen. Also man gar nicht mehr, das war, was vorhin ja auch schon gesagt worden ist, sozusagen man gar nicht mehr möchte, dass die eigene Weltsicht mit der Realität vielleicht konfrontiert wird, dann wird es gefährlich. Und dann haben manche Bewegungen durchaus sektenartige und hafte Züge. Aber das ist sozusagen ein breiter Weg, ein breites Spektrum. Und deswegen würde ich jetzt jemand, der vielleicht auf so eine Sache reingefallen ist und sagt, ja, hätte ich das gewusst, hätte ich es anders entschieden oder im Nachgang sehe ich das als einen Fehler an. Das ist natürlich was ganz anderes, wie Menschen, die dann tatsächlich verloren gehen, auch in der eigenen Familie, die dann mit Kindern brechen und mit anderen brechen, die nicht ihrer Meinung sind und gar keine Diskussion mehr möglich ist.
Ja, ich kann dazu nur vielleicht ein paar Tipps auch geben. Vielleicht können wir das gleich auch noch in den Chat schreiben. In der ARD war eine sehr, sehr gute Doku dazu, wie gerade jetzt auch diese Verschwörungsgeschichten, die Querdenker-Bewegung durch die Familien geht und Familientrend und so weiter. Da geht es um Beziehungen. Das ist in der Mediathek abrufbar. Und auch ein bisschen Grundlage für unseren Talk heute ist das Buch von Pia Lamberti und Katharina Nockhuhn, True Facts. Da gibt es auch den ersten Band schon, Fake Facts dazu. Und die beiden setzen sich da sehr, sehr dezidiert auch mit auseinander, wie man auch Leute erreicht, die in diesen Verschwörungsgeschichten drohen abzudriften. Und in ZDF läuft eine sehr, sehr gute Kurzserie Schlafschafe, die ist auch sehr zu empfehlen, wo das Ganze so ein bisschen fiktional aufbereitet ist. Wo wir auch gleich beim Thema Medien sind, Markus. Es ist ja schon so, dass die klassischen Medien da doch so ein bisschen, ja, im Moment einen Wandel durchlaufen. Also von der einen Seite werden sie als Lügenpresse gesehen und auf der anderen Seite sind sie halt in diesen sozialen Medien, müssen sie sich neu erfinden. Die breite Basis an, ja, was Herr Strasser vorhin schon gesagt hat, also ein Konsens sozusagen fällt weg. Wie siehst du das? Wie müssen sich die klassischen Medien auch wandeln, damit man vielleicht auch noch wieder mehr Grundlage hat, der man vertrauen kann? Das ist, glaube ich, am letzten Ende auch ein bisschen, ja, ein Vertrauensproblem offenbar. Also ich bin sehr überzeugt von Funkmedien. Ich bin sehr überzeugt von den Formaten wie dem Y-Kollektiv, Steuerung F, die sehr, sehr dezidiert auf alle kritischen, aktuellen, vielleicht auch manchmal randständigen oder problematischen Themen in unserer Gesellschaft eingehen und versuchen, einen Dialog gerade mit jungen Leuten hinzubekommen. Weil wenn wir uns Studien ansehen, ist es ja Menschen zwischen 9 und 24, die in den Fokus kommen, um beeinflusst zu werden von den sozialen Medien und dann Influencerinnen mehr glauben als Journalistinnen oder als anderen Akteuren in der Gesellschaft. Insofern finde ich das Engagement von Funkmedien in den verschiedenen Facetten, die sie haben und Formaten, wo auch von jüngeren Journalistinnen Content gemacht wird für jüngere Zielgruppen, die sie auch in der Sprache, in der Haltung, aber auch in der Medienästhetik erreichen, durchaus angebracht, einen Dialog zu suchen. Aber das Problem, um das nochmal zu sagen, Erzählungen diskutieren nicht. Erzählungen wollen mit Emotionen vergemeinschaften. Die wollen sagen, find mich toll, find mich spannend, höre mir zu, ja. Und Erzählungen sind in dem Sinne Devotionsmedien. Man ordnet seine Begeisterung der Erzählung unter. Boah, das ist so toll, das hat mich so begeistert, das hat mir so viel Angst gemacht und so weiter. Und dann ist die Erzählung mehr als ich, ja. Und das ist ein Problem. Und wir sind aber in der Demokratie auf Kommunikation angewiesen. Und das Mediensystem muss dazu beitragen, dass die gesellschaftliche Kommunikation über alle öffentlich relevanten Themen im Fluss bleibt und wir aber auch die Möglichkeit haben, uns als Bürgerinnen jeweils unsere Meinung zu bilden zu allen Themen, die relevant sind. Und sobald man sich abschließt und sagt, ich habe die Wahrheit gefunden, das ist meine Position oder das ist die Position von denen und dann schließe ich mich an, dann fängt das Problem an. Und dann ist man im Rahmen einer Verschwörungsmentalität, dann ist man im Rahmen eines Desinformationsuniversums, wenn man keinen mehr reinlässt. Und das berührt die Sekte, aber nur in dem Falle, wenn der komplette Abschluss von der Wirklichkeit ist, hin zu anderen radikalisierten Gruppen. Das können Sie im rechtsextremen Spektrum sehen, das können Sie im islamistischen Kontext sehen, das können Sie im religiösen Kontext sehen und so weiter. Immer dieser Abschluss von, ich lasse mich nicht mehr irritieren von einer Wirklichkeit, die differenziert ist und ich versuche auch nicht, meine Meinung permanent zu hinterfragen. Weil das erste Spiel, was ich meinen Studenten immer gebe, ist, argumentiere, finde Argumente gegen deine Haltung. Finde die Argumente, dass du gegen dich selbst argumentierst, um zu sehen, wie stark ist meine Meinung, wie überzeugend ist die, muss die vielleicht nochmal anders gedacht werden und so weiter. Und wer sich da abschließt, da fangen sozusagen Themen an, wo wir kritisch diskutieren können, wenn sozusagen dieser Wirklichkeits- oder dieser kommunikative Wirklichkeitsverlust stattfindet. Hm. Jetzt bist du ja auch Algorithmenexperte. Frau Kügler hat ja vorhin schon dein Buch erwähnt, wie Netflix, Amazon Prime und Co. die Demokratie bedrohen. Wie siehst du denn die Rolle der Algorithmen, der sozialen Medien sowieso? Vielleicht kannst du uns das auch noch mal so ein bisschen einordnen, warum das jetzt auch so ein wahnsinniges Tempo bekommt.
Ja, ich finde, wenn man zu YouTube geht, YouTube ist ja neben Facebook meistens die wichtigste Nachrichtenquelle. Und dann... Also für, vor allen Dingen für die jüngere Generation, ja, glaube ich. Oder für viele. Aber zunehmend auch für ältere Generationen. Das muss man einfach auch sagen. Also dieser Digital Turn geht genau dahin, zu sagen, ich finde eben jetzt, da ist so das Potpourri aus allem Möglichen, suche mir etwas aus. Und bei YouTube ist es sehr interessant, wenn ich das Thema Impfen eingebe, dann ist man relativ schnell bei Impfgegnerinnen oder Videos von Impfgegnerinnen, bei impfkritischen Positionen und so weiter. Es liegt einfach daran, dass man sich daran orientiert, was der größte Teil von Menschen sucht bei dem Thema oder was die interessiert, welche Themen die eingeben und so weiter. Und so gibt es einen Vervollständigungsalgorithmus, der mich ganz schnell dorthin bringt, wo ich vielleicht gar nicht hin wollte. Und das ist etwas, was sehr, sehr interessant ist. Wir müssen mehr Transparenz haben, wie die Algorithmen, wie die KI unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit durch das digitale Universum leitet. Und man redet dann nur von den eigenen Filterblasen. Und das ist das Problem. Da geht es anscheinend ja nur um mich. Also eine Netflix, Amazon Prime und so weiter lenken dadurch, also Personalisierung. Es ist, also Netflix ist der Spiegel meiner selbst und kennt mich total gut und so weiter. Das ist ja die Erzählung, die Netflix und Amazon Prime so erfolgreich machen, also Prime Video. Und da geht es nur um mich. Aber es geht gar nicht um mich. Es geht nur um Datenpersona und um Popularität und um das, was die meisten suchen, was am meisten geklickt und nachgefragt wird. Und dann fangen wir schon mal an. Ist es Demokratie oder ist es sozusagen Manipulation von Wahrnehmung? Ist es sozusagen durch eine algorithmische Auswertung, die ein ganz anderes Interesse hat? Ein Algorithmus ist erstmal per se weder rechts noch links, noch ist er irgendwie ideologisch eingepackt und so weiter, sondern es kommt immer darauf an, was lernt er, wie wird er gefüttert, wie wird er programmiert und so weiter. Und dann wird er ideologisierbar oder manipulierbar oder sozusagen lenkt mich dahin, wo ich vielleicht gar nicht hin möchte. Und das sind Themen, wo wir ganz viel Nachholbedarf in der digitalen Bildung haben, aber auch die Plattformen in der Verantwortung sind, genau zu diesem Thema mehr Aufklärung, mehr Transparenz anzubieten und zu sagen, okay, also ihr seid da und da hingekommen aus den Gründen, der Algorithmus führt euch dahin, weil. Und das sind diese Themen, wo wir ganz, ganz wenig Wissen haben, sondern wir sehen Suchmaschinen, da tippen wir was ein und dann kommen wir irgendwo hin. Und das ist wiederum einfach. Wie wir da hinkommen, ob das sozusagen der Weg, der richtige Weg im Sinne von Vielfalt ist, bleibt außen vor. Und das ist sozusagen ein Hauptproblem, was ich gerade sehe. Mhm. Herr Strasser, Sie haben ja mit vielen anderen Kollegen einen Antrag gestellt, eben gerade im Hinblick auf den Wahlkampf bessere Maßnahmen dafür zu treffen, dass es mehr Cybersicherheit gibt und dass Desinformation wirksamer bekämpft werden kann. Vielleicht können Sie uns ein bisschen aus diesem Antrag erzählen und eben auch da, wo Sie da die Rolle der Plattformen sehen. Ja, also zum einen muss man, glaube ich, mal klarstellen, dass Facebook ja nie gegründet worden ist, um eine Diskussionsplattform zu sein, sondern das ist eine Werbeplattform, um Produkte zu verkaufen und ich die als Kunde kostenlos nutzen kann, indem ich meine Daten zur Verfügung stelle. So, das muss man sich, glaube ich, immer klar machen und deswegen brauchen wir auch eine Definition innerhalb der Politik. Was ist denn Facebook für uns? Ist es ein privates Unternehmen, das im Zuge seines Hausrechts sozusagen entscheiden kann, wer da teilnimmt, wer nicht teilnimmt? Ist es öffentlicher Raum, wo Meinung entsteht und gemacht wird? Und Politik hat da ehrlich gesagt noch keine abschließende und umfassende Bewertung, das mit was wir es da bei diesen ganzen Plattformen von Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram etc. Zu tun haben. Und ich glaube, dass Politik, und das haben wir versucht in diesem Antrag jetzt auch zum Thema zu machen und die Bevölkerung zu sensibilisieren, aber auch Behörden zu sensibilisieren, dass sich staatliche Infrastruktur auf diese veränderte Welt umstellen muss. Also ein Beispiel ist, es gibt ja klassische Wahlbeobachtung, analoge Wahlbeobachtung, dass ich sozusagen in dieses jeweilige Land fahre mit Wahlbeobachtern, mir anschaue, ist es ein fairer Wahlkampf, der da geführt wird, haben alle Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit, sich entsprechend vorzustellen, läuft die Auszählung korrekt und wir müssen diese analoge Wahlbeobachtung weiterentwickeln zu einer analogen und digitalen Wahlbeobachtung. Also dass im Vorfeld auch geschaut wird, wie da Wahlkampf betrieben wird, wird da fair gespielt oder gibt es da Akteure,
auch zwischen den Parteien, die bewusst mit Desinformation in einem Ausmaß dann Wahlkampf machen, dass die Wahl eben nicht mehr fair und nicht mehr frei ist. Da brauchen wir europäische und internationale Standards. Also es muss immer auf Ebene der Europäischen Union und der OSZE und anderen Akteuren geklärt werden, wie wir sozusagen einen Regelrahmen schaffen für eine solche digitale Wahlbeobachtung. Und der zweite wesentliche Aspekt dieses Antrags ist Resilienz technischer Systeme. Also wir haben es in einem massiven Umfang mit Angriffen aus dem Ausland zu tun, die man auch nicht immer nachverfolgen kann. Vieles spricht dafür, was man technisch machen kann in der Nachverfolgung, dass diese Angriffe aus Russland kommen, wo man ganz gezielt versucht, durch Überlastung von Servern bestimmte Programme in die Knie zu zwingen. In anderen Ländern, wo schon mit Wahlcomputern gearbeitet wird, Wahlcomputer während der laufenden Wahl sozusagen down zu sizen, also offline zu nehmen. Aber auch in Deutschland funktioniert die Bundestagswahl zwar als eigentlicher Wahlakt auf Papier, aber was die ganze Auszählung angeht, gibt es da computergestützte Auszählsysteme und wo wir dann schon erwarten, auch in seitens Innenministerium, Auswärtiges Amt und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, dass man auf solche Angriffe auch entsprechend vorbereitet ist, weil ja, wenn es da um Desinformation und um Delegitimierung des Staates geht, man will ja die sozusagen die Redlichkeit der Wahl in Frage stellen. Also das, was Trump sozusagen mit der Briefwahl versucht hat, im Großen dann auch auf anderen Kanälen in der Bevölkerung ein Misstrauen zu entzeugen, dass einen nennenswerten Bevölkerungsanteil sagt, diese Wahlen seien nicht fair und nicht gleich gewesen und das Ergebnis, das am Wahlabend rauskommt, sei nicht das reale Ergebnis. Das ist natürlich massiv demokratiegefährdend, wenn wir in eine Situation kommen, wo die Bevölkerung oder der Verlierer das Ergebnis einer Wahl nicht akzeptiert. Wohin das führen kann in einer Demokratie, haben wir ja in den USA gesehen mit dem Sturm aufs Kapitol, wo Trump über Wochen hinweg die Legitimität der Wahl in Zweifel gezogen hat und das dazu dann geführt hat, dass Extremisten diese Bewegung übernommen haben und dann versucht haben, im Kapitol demokratische Politikerinnen und Politiker zu verfolgen, zu jagen, ich weiß nicht, vielleicht auch zu töten, es ist ja Gott sei Dank nicht so weit gekommen. Aber ich finde, das sollte eigentlich für alle Demokratinnen und Demokraten auch in Deutschland eine Lehre sein, zu was so etwas führen kann. Auch dazu passt jetzt sehr gut auch ein Hinweis aus dem Publikum. Und ich würde das auch gerne nochmal verstärken, also einfach auch, um nochmal zu zeigen, tatsächlich, es geht sehr, sehr stark auch um einen Angriff aufs System. Also wenn jemand Fake News verbreitet, das habe ich jetzt auch in der Recherche vorab gelesen, ist es ja oft auch dieser Fakt, es geht ja gar nicht um die Information an sich, sondern es geht darum, dass derjenige in der Lage ist, Fake News zu verbreiten und dass er das darf sozusagen und dass er damit auch Demokratie gefährden darf. Die Sache ist jetzt, dass es wohl am Wochenende einen Artikel gab in der Welt am Sonntag, sagt der Zuschauer, dass auch die Motive oft wirtschaftsgetrieben sind, die Motive für Verschwörungserzählungen. Herr Strasser, Markus, ist euch da was bekannt? Fällt euch dazu was ein? Herr Strasser tippt schon. Also in meinem Arbeitsbereich ist es ein bisschen schwierig in der Innenpolitik. Da sind es teilweise ja wirkliche Fundamentalisten, die manchmal einen religiösen Background haben oder einen rechtsextremistischen Background. Da mag so eine wirtschaftliche Komponente ein Nebenaspekt sein, dass bestimmte Leute sozusagen das zunutze machen, um damit Geld zu machen. Wir haben das bei der Querdenkenbewegung, die ja in Teilen als extremistisch klassifiziert worden ist, gerade bei dem Gründer oder Mentor, Spiritus Rector dieser Bewegung, bei Herrn Wahlweg, ja auch nicht immer ganz klar war, wo eigentlich diese Gelder dann hingeflossen sind, die er da eingesammelt hat. Über diese Querdenkenbewegung. Das mag sozusagen ein Aspekt sein. In meinem Bereich fällt mir jetzt aber spontan, ehrlich gesagt, niemand ein, wo ich sage, der macht das nur aus wirtschaftlichen Motiven. Ja, Markus, fällt dir da was?
Das Beispiel hätte ich jetzt auch gebracht. Das ist aber ein Nebeneffekt, die Kommerzialisierung, weil also auch gerade bei den Querdenkerinnen oder bei denjenigen, die stark im Bereich der Verschwörungserzählungen unterwegs sind, geht es ja erstmal darum, eine andere Wirklichkeit zu erzeugen, die alten Machtverhältnisse zu subvertieren, ein anderes Wissen zur Welt zu geben, die Eliten zu kritisieren und zu stürzen. Das sind ganz, ganz andere Interessen, die primär im Vordergrund stehen als wirtschaftliche Interessen. Das ist auch nochmal die eigene Persönlichkeit, sich einschreiben zu lassen und so weiter. Also ich glaube, dass diese Motive, dieses so, ich decke etwas auf, das verborgen ist, ja, ich zeige, dass ich nehme den Mächtigen die Maske runter und so, dass das sozusagen dieser schon auch narzisstische Wunsch, ja, ich bin jetzt derjenige, ich bin Teil einer Bewegung, der etwas aufdeckt, was seit Jahrzehnten und Jahrhunderten verborgen war. Dass das sozusagen etwas ist, was viel, viel stärker auch psychologisch im Vordergrund steht. Der andere Aspekt, den Herr Strasser sagt, und das ist auch, und da sehen wir immer wieder, das ist ein sehr spannender Aspekt, wie eng wir immer sind sozusagen bei dem, was aus der Perspektive einer Ultrademokratie oder radikalen Demokratie gemacht wird. Also die Hacker-Mentalität oder die Hacker-Ethik war, kein System ist wichtig. Und das wurde auch als etwas Gesellschaftskritisches, als etwas politisch Relevantes, ja, aufgefasst, ja. Oder wie die Open-Source-Bewegung, die gesagt hat, das Wissen der Welt gehört der Welt und nicht den Mächtigen, das gehört uns allen. Und deshalb gibt es ja die ganzen Wikis, die gesagt haben, okay, und wenn man sich jetzt Wikipedia ansieht, sieht man nicht, dass es der Wissen der Welt versammelt ist von der Welt, sondern auch wieder von bestimmten Eliten, die dann aber sozusagen sich anders wiederum aufstellen. Und das ist sozusagen etwas, wenn man sagt, kein System ist sicher, und dann gibt es die Bot-Angriffe auf Wahlen und auf andere Systeme, die genau diese Mentalität haben, kein System ist sicher und wir können Systeme knacken und sie in eine andere Richtung bewegen. Also da sind wir sozusagen auf einer ganz, ganz großen Scheidelinie zwischen dem, was eigentlich radikal demokratisch sein wollte, und auf der anderen Seite, was eben antidemokratisch im besten Sinne ist. Und da müssen wir sozusagen sehen, dass die Kommunikationsmittel, aber auch die Art und Weise sagen wir mal, einer technischen Konnektivität, also wie verbinde ich Menschen, Meinungen, Haltungen, dass das sehr, sehr nah beieinander ist und man wirklich sehen muss, was setze ich wofür ein, weil die Mechanismen, die sind gleich, die kann jeder verwenden, sozusagen zum demokratischen Ziel oder zum antidemokratischen Ziel. Und da können wir heute nicht mehr trennen zwischen, das ist gut, das ist böse, das sind die Techniken der Gerechten, das sind die Techniken der Ungerechten. Das können wir heute einfach nicht mehr machen. Und das Problem ist, dass wir auch, was man auch gerade sehr deutlich sieht, dass dieses der Aspekt so, ein Konsens, ein gesellschaftlicher Konsens gerät in Unruhe, weil es wurde immer sozusagen der gesellschaftliche Konsens, die öffentliche Meinung, die Bevölkerung, die Demokraten, es wurde aber alles so verallgemeinert, vereinheitlicht. Und das hat anscheinend einen Druck erzeugt, wo ganz, ganz viele sagen, nein, nein, wir sehen das viel partikularer, wir wollen es viel fragmentarischer haben und so weiter. Und das ist gerade sozusagen die Herausforderung der Zeit für die Demokratie, diese Einheit der Vielfalt, die Idee der Demokratie nicht suspendiert, herzustellen, politisch und zivilgesellschaftlich. Hm. Wir können ja vielleicht auch mal, weil wir haben ja auch als Titel der Veranstaltung, wie erkenne ich denn Verschwörungserzählungen und wie erkenne ich zum Beispiel auch Deepfakes? Wir können ja mal so ein bisschen sammeln, wo sich diese Dinge denn auch inzwischen ansammeln. Und ja, es gibt ja gerade das jüngste Beispiel, das der CDU und dem Spiegel passiert ist, tatsächlich auch wirklich einem hochklassigen Medium, dass ein Zukunftsrat gegründet werden sollte und zu einer PK eingeladen hat, also quasi eine Untergruppe der Jungen oder eine andere Gruppe als die Junge Union. Und das hat natürlich eine Nachricht fabriziert und andere Nachrichtenangebote sind darauf eingestiegen. Also das ist so ein aktueller Fall, der jetzt tatsächlich auch nicht nur online oder so passiert ist, sondern wirklich durchgängig. Und mein Sohn hat mir heute noch erzählt, dass ihm auf TikTok reihenweise Videos begegnen. Telegram ist, glaube ich, gerade in der rechtsextremen Szene sehr, sehr beliebt. Also die Messenger-Dienste sind da ja ein großes Thema. Ich glaube, Instagram ist fast das Einzige, wo es vielleicht noch so richtig schön harmonisch und nett zugeht. Ich weiß es nicht. Wo begegnet uns das überall? Markus, was fällt dir dazu noch ein? Aber auch hier zum ersten Mal Hinweis, das Zentrum für politische Schönheit lebt
genau davon, Deepfakes durchaus zu machen, aus einer gesellschaftskritischen Perspektive heraus, die nichts mit Verschwörung zu tun hat, sondern mit einer kritischen Relektüre unserer Wirklichkeit und den Finger darauf zu legen, wo es wehtut oder wo es vielleicht auch demokratisch problematisch wird. Also da muss man also sehr vorsichtig sein, das zu verallgemeinern. Mein Punkt ist gerade bei Deepfakes, das Problem ist für mich als Medienwissenschaftler, wo werden meine Sehgewohnheiten geprägt? Und wenn meine Sehgewohnheiten primär digital geprägt werden, also in sozialen Netzwerken, bei YouTube und so weiter, verlerne ich vielleicht Unterschiede zu sehen. Weil natürlich, wenn man sich YouTube anschaut, da gibt es ganz viele lustige Fake-Videos, die nichts mit Politik, nichts mit Verschwörung und so weiter zu tun haben. Und dann zeigt es die Kunstfertigkeit, wie gehe ich mit den Schnittprogrammen um, wie gehe ich mit Photoshop um, wie gehe ich mit den Programmen zur technischen Manipulation von Bildmaterial um und wie sehr geht das in meine Wahrnehmung von Wirklichkeit, also die dann vielleicht digital geformt wird. Und ich sehe gar nicht mehr so diese Unterschiede, weil es kommt mir bekannt vor. Gewöhnt, ist, ja, kann ja so sein, ist ja so, ist spannend und so weiter. Und man findet diese Trennlinie nicht mehr. Und das ist der erste Aspekt. Also wo lernt man sehen? Sehen wirklich im Sinne von, was beeinflusst mich an Serien, an Filmen, an Videos, an Bildmaterial und so weiter. Und das ist erstmal etwas, was ganz wesentlich ist für mich als Medienwissenschaftler, um zu sehen, wie kann ich über eine Medienkompetenzbildung nachdenken, die es schafft, Deepfakes zu unterscheiden, also dieses nicht mehr blinzeln zum Beispiel. Oder und so weiter. Also es gibt ja so kleine Aspekte, auf die man hinschauen kann. Nur dafür bräuchten wir einfach einen Leitfaden, der auch im Netz zur Verfügung steht und so weiter, für alle, wo man sagen kann, okay, achtet mal auf die und die Themen. Schaut an, also passt das wirklich zu der Politikerin, über die gesprochen wird, zu der Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und so weiter. Ist es so zutreffend, ist es nicht zutreffend? Welche Themen werden behandelt? Also wenn gerade so aktuell in Verschwörungserzählungen, was wird da diskutiert? Wie wird argumentiert und so weiter? Wie werden Einstellungen erzeugt? Also man muss da eigentlich einen Leitfaden haben, man muss eine Medienkompetenzbildung haben, die zugänglich ist, im Netz für alle, die sich dafür interessieren. Das ist ein hehres Ziel vielleicht, aber gar nicht so schwierig zu implementieren. Also wir haben ja genügend Institutionen, also ne, wenn wir an die Bundeszentrale für politische Bildung denken oder an andere Institutionen, die das sozusagen auf den Weg bringen könnten für alle, gerne im Zusammenschluss mit der Politik, mit Interessengruppen, mit Medienvertreterinnen und Wissenschaftlerinnen und so. Aber es braucht diese Gegeninformation. Und Gegeninformation ist ja eigentlich ein linker Begriff, ja, den wir in den 60er, 70er Jahren ganz groß hatten. Aber diese Gegeninformation braucht es jetzt von den demokratischen Akteurinnen, um zu helfen, also eben mehr Demokratie zu wagen im Netz und zu helfen, zu unterscheiden. So aufzuklären. Herr Strasser, wie kommt man denn solchen Kanälen wie Telegram oder so, also gerade so, ja, das ist ja zwar öffentlich einsehbar, aber es läuft ja doch auf verschiedensten Kanälen. Wie kann man das kontrollieren oder regulieren auch? Ist das überhaupt möglich? Es ist nur bedingt möglich. Also Telegram ist ja nicht ohne Grund ein Kanal, wo sich vor allem Extremisten aller Couleur gern miteinander austauschen, weil es eben ein sehr unreguliertes Medium ist, das seinen Sitz und die Server nicht in Europa hat, sondern ich glaube bei Telegram in Dubai. Und da kommen sie mit rechtsstaatlichen Möglichkeiten eben nicht so weit zu sagen, wir unterwerfen das europäischem Recht, sondern da gilt leider ein anderes Recht dann. Die Frage ist ja, was macht der Staat mit dieser Situation? Ich glaube, die Analysefähigkeit in Sicherheitsbehörden, wenn es um das Thema Extremismus dann tatsächlich geht, also Rechtsextremismus, aber auch Teile eben dieser Querdenkerbewegung, denen es jetzt nicht um Kritik am Impfen oder an einem Regierungshandeln geht, sondern am Staat an sich, an der Existenz der Bundesrepublik als demokratischen Rechtsstaat, dann erwarte ich von Sicherheitsbehörden, dass sie in der Lage sind, entsprechend durch Manpower, also durch Personal, Analysefähigkeit zu haben, diese Dinge auf das Radar zu bekommen. Das habe ich in der ein oder anderen Innenausschusssitzung im Deutschen Bundestag immer wieder erlebt, wenn man dann in Vorbereitung auf große Demonstrationsgeschehen mal einfach vorliest, was da so geschrieben wird, dass die Sicherheitsbehörden ganz offenkundig das nicht immer gewusst haben, was man sozusagen als Parlamentarier mit beschränkten Kapazitäten mal da investiert hat,
an Zeit. Und der zweite Aspekt ist natürlich das Volumen, die schiere Masse an Informationen und an Daten. Da wird in Zukunft natürlich künstliche Intelligenz auch bei der Auswertung solcher offen zugänglicher Daten eine Rolle spielen. Und da muss Politik dann den Rahmen setzen, weil das ja auch sozusagen Algorithmen sind. Wie stelle ich die ein in diesen Programmen, um das als Sicherheitsbehörde schnell aus Radar zu kriegen, was tatsächlich auch demokratiegefährdend ist. Das ist dann eine politische Entscheidung, wo wir noch ganz am Anfang in der Diskussion stehen. Es gab jetzt eine Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag zu künstlicher Intelligenz. Und das ist ja auch ein Bereich, der insbesondere die Sicherheitspolitik betrifft. Ja, Bereich künstliche Intelligenz. Vielleicht können wir noch mal kurz zu den Deepfakes zurückgehen. Vielleicht weiß nicht ganz jeder, was damit anzufangen ist. Es geht also wirklich darum, dass man Video- oder Audiomaterial so durch künstliche Intelligenz zusammenschneidet und auch eben trainieren kann mit Material, mit entsprechendem und dann eben zum Beispiel ein anderes Gesicht auf das von Tom Cruise setzen kann. Oder dass man dann eben auch Herrn Obama etwas Böses über Herrn Trump sagen lassen kann, ohne dass das sehr, sehr schnell sichtbar ist. Wenn man ein bisschen geschult ist, im Moment kann es ein bisschen sichtbarer noch sein, aber die Technik verändert sich natürlich weiterhin und macht mehr möglich. Herr Strasser, Sie haben erzählt, in der Welt gab es auch so ein Beispiel, das habe ich jetzt, ist mir entgangen, muss ich sagen. Ja, die Welt hat mit einem Investigativteam mal versucht, solche Deepfake-Videos von Politikern zu erstellen. Und das ist schon interessant, was da mit sehr geringem Aufwand möglich ist. Mit speziellen Softwareprogrammen, ne? Man braucht also wirklich viel Software dafür. Einen richtig schnellen Rechner, Gaming-Rechner am besten, ja. Die Videos, die da in 3 Wochen rausgekommen sind, da hat man schon sozusagen als Laie noch gesehen, dass das sozusagen nicht ganz zu der Lippenbewegung passt, was da eingespielt worden und zusammengesetzt worden ist. Aber es gibt andere Deepfake-Videos, die mit sehr hohem Aufwand und sehr hohem auch finanziellem Einsatz, und da müssen dann Staaten dahinter stehen, die das leisten können. Das kann ein Medienhaus momentan noch nicht machen, wo man es denn nur erkennt, wenn man weiß, man muss auf die Augen gucken, ob die Augen der Person blinzeln oder nicht blinzeln. Und dann ist es natürlich extrem schwer, das zu erkennen. Und was für eine Tragweite solche Videos haben, das hat auch sozusagen das gemacht, was die Welt mit relativ einfachen Mitteln gemacht haben. Also wenn beispielsweise Wolfgang Kubicki in diesem Video gezeigt wird, wie er sagt, wenn Christian Lindner nicht FDP-Vorsitzender wäre, wäre die FDP bei 20%, dann ist das durchaus für Herrn Kubicki etwas, wo vielleicht für ihn schädlich ist, aber zumindest für Christian Lindner auf alle Fälle, und da eine Aussage ihm in den Mund gelegt wird, die er nicht mal im Ansatz so getroffen hat. Und deswegen glaube ich, dass es gar nicht mal so das, was Herr Dr. Kleiner beschrieben hat, entscheidend ist, also ob das irgendwie eine gesellschaftskritische Organisation ist oder eine extremistische, sondern entscheidend ist, dass sich schon ein demokratischer Grundkonsens herausbildet, auch in diesem Bereich. Es ist eigentlich mindestens bis zum Auftauchen der AfD unausgesprochener Konsens zwischen demokratischen Parteien gewesen, dass man sich bemüht, auf Fakten basiert zu argumentieren. Da kann man zu unterschiedlichen politischen Schlussfolgerungen kommen, aufgrund der gleichen Faktenbasis. Aber es war eigentlich Konsens, dass man nicht bewusst Unwahrheiten verbreitet. Dieser Konsens ist ein bisschen in Frage gestellt worden. Und ich glaube, wenn wir auch nicht den Konsens finden, dass zivilgesellschaftliche Organisationen, Parteien, die einen demokratischen Impetus haben, die kritisch sind auch in gesellschaftlichen Entwicklungen, aber wenn man sich da nicht drauf verständigen kann, dass man solche Deepfakes nicht selber herstellt, sondern dass man da Grundregeln der Demokratie dann auch in diesem Bereich achtet, dann wird es schwierig, den Rest zu bekämpfen. Und ich glaube, es braucht schon so etwas wie einen Konsens. Dass blau eben blau ist und nicht blau-grün ist oder blau ist rot, sondern blau ist blau.
Davon lebt Demokratie, der Wettstreit um die besten Argumente anhand der Realität und anhand von Fakten. Wie können wir dem denn begegnen? Also vielleicht das Erste, mal so auch von den Zuschauerinnen und Zuschauern her gedacht, was passiert oder wie kann man reagieren, wenn man das Gefühl hat, man ist sich nicht sicher, ob es Verschwörung oder Fake oder Desinformation ist. Was gibt es da vielleicht noch für Tipps, Markus? Naja, man kann erstmal sozusagen sich an die Plattform wenden und dann sagen, okay, schaut mal her, ich glaube, das ist aus den und den Gründen hier ein Fake-Video, Desinformationsvideo und so weiter. Die Plattform wird das nicht großartig interessieren, außer wenn es wirklich harte Fakes sind und so weiter. Man muss sozusagen sich selbst erstmal, das ist das Problem, dass die Plattformen sich ganz schnell immer rauswinden, Verantwortung abgeben, sich rausziehen, nicht wirklich in die Verantwortung nehmen für den Content, der eingespielt wird und so weiter. Das ist das erste Problem. Da sind wir auch schon nicht beim Konsens, weil wir natürlich über US-amerikanische Unternehmen reden, die aber auch nicht immer in Amerika ihren Firmensitz haben, sondern an anderen Orten ihren Firmensitz haben. Die Kommunikation, die direkte, ist auch oft sehr, sehr schwierig. Das ist gar nicht möglich, ne? Genau. Genau, das fängt schon bei den sozialen Netzwerken, egal wo man ist, an, wenn es um Kleinigkeiten geht, bis man da jemanden bekommt, der mit dir wirklich redet und dein Problem löst. Das ist schon mal ein großes Problem und da sind wir nämlich nicht, und so ungern ich Herrn Strasser da widerspreche, eben in einer Konsensgemeinschaft. Das heißt, die Demokratie braucht die Idee einer Konsensgemeinschaft, zumindest bei den grundlegenden Aspekten. Dann kann man streiten und Argumente ausbauen. Ich glaube aber nicht, dass gerade digitale Medien zeigen, dass es eigentlich nicht das ist, was Gesellschaft auszeichnet, sondern sie ist eine Gesellschaft des Widerstreits, der Dissonanzen, des sich nicht Verstehens und sich nicht einigen Wollens und so weiter bei vielen Punkten. Und deshalb ist das schon mal also ein Aspekt, so dass die Unternehmen erstmal gar nicht daran interessiert sind, dieses Problem zu lösen. An wen soll man sich wenden? So, ja klar, man kann diese Dinge, wenn sie wirklich antisemitisch sind, wenn sie sexistisch, homophob sind, gewaltverherrlichend sind oder so, weil Gewalt aufruft, muss man sie anzeigen. Das ist das, was man machen muss, also wenn es in diesen Kontext nimmt und so weiter. Ob daraus wieder was kommt, ist wiederum die Frage. Also wir hängen hier relativ in der Luft mit dem, was man zurzeit noch tun kann. Auch wenn wir uns digitale Rechtsprechung anschauen, was ist sozusagen wirklich eine Straftat, wie können wir das auf der Grundlage unseres Rechtssystems und so weiter auch juridisch klären lassen und so weiter, da hängen wir relativ in der Luft. Das heißt, vor allem, was man machen kann, ist sozusagen die eigene Verantwortung zu übernehmen im Umgang mit diesen Themen. Was folgt aus meinem Verhalten dafür, wenn ich so ein Video sehe? Wie kann ich dem begegnen? Produziere ich vielleicht selbst ein Video, das sozusagen dagegen, also nicht im Sinne eines Fake-Videos, sondern in einer Stellungnahme, einer Haltung. Aber dann möchte ich mich Angreifer machen. Da haben ganz, ganz viele Angst, weil das zeigt natürlich auch so, dass natürlich die Macht der Angst groß ist. Was passiert mir, wenn ich gegen bestimmte, also gegen QAnon was sage, wenn ich gegen Reichsbürger was sage, wenn ich gegen Rechte aufstehe und so weiter? Das verlangt sehr viel Haltung, sehr viel Mut, aber auch sozusagen, dass man wirklich auch mein persönliches Wohl stelle ich jetzt erstmal zurück, weil ich engagiere mich radikal gegen Antisemitismus, gegen Rechtsextremismus, Sexismus, Homophobie und so weiter. Und da muss man schon bereit sein, auch den Mut zu haben, seine persönliche Sicherheit, sein persönliches auch vielleicht Wohlbefinden und so weiter mit in die Waagschale zu werfen. Ansonsten kann man sagen, boah, ist die Welt schlimm. Och Gott, ja, die bösen Verschwörungserzähler, aber man konsumiert es trotzdem mit einer gewissen Angstlust. Und das ist dann wiederum perfide, das kennt man ja auch. Also ein Wendler-Video, wir wollen doch alle, jetzt machen wir es mal ganz banal, na, wir wollen doch den Wendler wieder dummes Zeug schwätzen sehen, was er aufgesagt bekommen hat. Und das hat man ja bei den Videos gesehen, er liest von einem Zettel ab, was andere ihm aufgeschrieben haben und erzählt, was schlimm ist an der Regierung und warum die ganze Regierung verklagt werden muss und so weiter. Das finden wir lustig, das geht durch jedes Medium. Aber naja, warum finden wir das lustig und bei anderen kritisch? Und das ist sozusagen hier ein großes Chaos. Dass ja, und da dann auch aufzupassen, dass man nicht selber wieder vervielfältiger dieser News wird, auch wenn man sagt, das ist vielleicht Quatsch, aber ne? Es gibt ja auch inzwischen sehr, sehr viele vielfältige Faktenchecker-Angebote. Die gehen von sehr, sehr wissenschaftlicher Herangehensweise. Quarks zum Beispiel macht das sehr, sehr intensiv. Bis hin zu einer etwas fast umstrittenen Plattform, aber ich liebe sie, das ist der Volksverpetzer, der sich also auch den Stilmitteln der Verschwörungsideologen da auch anpasst und dann eben auch mit Humor und mit richtig schnellen und scharfen Schüssen da auch arbeitet. Herr Strasser, wie wichtig finden Sie solche Faktenchecker-Portale? Natürlich ist so eine Gegend...
Öffentlichkeit immens wichtig, weil gerade das Gefährliche an solchen Radikalisierungsprozessen sind ja die Filterblasen, die Echokammern, dass ich nicht mit Gegenmeinungen konfrontiert werde, sondern dass ich nur auf Leute treffe, die meine Meinung teilen und man sich sozusagen gegenseitig aufstacheln. Und wenn es dann sozusagen immer Leute gibt, die sozusagen versuchen, mal die Blase mit einer Nadel zu zerstören, dann ist das natürlich auch ein Mittel, zu versuchen, wieder Diskussion herzustellen. Und da gibt es viele Angebote, die sehr intensiv und versuchen auch auf Basis von Quellen und diese Quellen auch angeben, sozusagen die Argumente aufzugreifen und zu gucken, stimmt das dann? Stimmt es überhaupt oder stimmt es nicht? Oder ist es vielleicht in Teilen richtig? Das gibt es ja auch, dass man sozusagen halt die Hälfte der Wirklichkeit dann darstellt. Und wenn man beispielsweise Zahlen dann in Relation stellt, sich dann wiederum ein ganz anderes Bild ergibt. Und deswegen glaube ich schon, um die zu erreichen, die wirklich interessiert sind, die vielleicht auch kritisch sind, ja, die Fragen haben, die auch die Mehrheitsmeinung in der Gesellschaft hinterfragen möchten, ist es schon wichtig, dass ich sozusagen eine niedrigschwellige Chance habe, Argument und Gegenargument zu sehen, zu bewerten und zu gewichten. Und mir ist nur wichtig, dass man natürlich auch immer darauf achtet, dass nicht dann auf der anderen Seite rum wieder Desinformation betrieben wird oder im Überschwang dann sozusagen richtige Fakten garniert werden, dann irgendwie mit Bewertungen oder mit desinformativen Dingen. Aber das Thema einer Gegenöffentlichkeit im positiven Sinne, also einer Meinungspluralität, die ist in solchen Filterblasen extrem wichtig. Hm. Wobei ja auch das Problem ist, dass viele, die diesen Verschwörungserzählungen anhängen, ja für Fakten oft gar nicht mehr erreichbar sind. Das ist ja auch oft berichtet worden und kommt eben auch zum Beispiel in dem vorhin angesprochenen Buch schon von Pia Lamberti und Katharina Nockhuhn zum Ausdruck. Es geht oft auch darum, den Leuten dann erstmal überhaupt nochmal zu begegnen und den Diskurs nicht abbrechen zu lassen und vielleicht dann im richtigen Moment vielleicht doch nochmal Argumente mit einzustreuen. Aber vielen ist es ja auch zu anstrengend, sich dann auch diesen Diskursen dann auch auszusetzen. Und jetzt haben sich halt diese Teilöffentlichkeiten ja an einigen Stellen schon gebildet. Und man ist dann einfach manchmal auch vielleicht überfordert. Also die Faktenchecker-Portale bieten da auch an vielen Stellen sehr gute Argumente für immer wieder die gleichen Dinge, die da aufkommen. Wenn man sich vielleicht mal wappnen möchte für ein Gespräch, sind das vielleicht auch ganz gute Recherchequellen. Es gibt aber auch einen ganz großen Bereich drumherum, die dann nicht kommentieren, die sowas lesen und ins Nachdenken kommen und sagen, vielleicht ist ja doch was dran, was da so behauptet wird. Und ich glaube, für diese Masse der Leute ist das schon hilfreich, wenn ich ein Angebot habe, das zu überprüfen und mir dann eine Meinung dazu zu bilden. Ja, unbedingt. Ja. Was ist das Problem, dass auf der einen Seite Faktenchecker genutzt werden von Menschen, die selbst sozusagen ein differenziertes Weltbild vielleicht haben wollen, ja, oder selbst vertreten und sagen, okay, wir kontrollieren gerade mal, ob diese Informationen stimmen, wo sie falsch sind und so weiter. Jemand, der einer Verschwörungserzählung anhängt, geht nicht zum Faktenchecker-Portal. Das ist dem vollkommen egal, weil das sind Systemvertreter, das sind Leute, die einfach die falsche Wirklichkeit darstellen und denen kann man nicht vertrauen. Die Vertrauensfrage ist extrem wichtig. Wem vertraue ich bei der Bildung meiner Meinung? Und wenn wir bei den Faktencheckern sind, die über die Aufklärung der Aufklärung Aufgeklärten. So, das ist so, die, ja, die schon eine grunddemokratische Haltung haben und sagen, okay, also so möchte ich mir die Welt erschließen in der Differenziertheit. Und auf der anderen Seite ist das Problem, wie gehen wir mit denjenigen um, die nicht diskutieren wollen? Und da haben wir aus meiner Perspektive ein richtig großes Problem. Das heißt, die Debatte, diskutiert man mit Rechten? Diskutiert man mit Verschwörungserzählern? Diskutiert man mit Reichsbürgern? Oder sagt man, die gehören nicht mehr zu, setzen wir raus? Also wie holen wir sie wieder rein? Beziehungsweise, naja, Ausgrenzung ist kein demokratischer Akt.
Also da haben wir ein Riesenproblem und wir haben immer mehr auch Partikularwirklichkeiten und dadurch ist auch der Boom der sogenannten alternativen Medien und immer nur zu sagen, ihr seid doof, sehr einfach gesagt, ihr habt ja keine Ahnung, ihr seid verblendet, aber wir sind die Richtigen, machen das Problem nicht besser. Und das ist sozusagen die große demokratische, für mich die große demokratische Herausforderung, wirklich die zerbrochene Konsens- und Kommunikationsgemeinschaft, ja, wenn man noch an die großen Ideen von Jürgen Habermas denkt, ja, zur kommunikativen Vernunft, wie die Gesellschaft organisiert wird, ich meine, da sind wir ja Jahrzehnte von entfernt, auch nur in der Nähe dieser Utopie, dieser Kommunikationsutopie einer demokratischen Gesellschaft zu sein. Und das sieht man in Europa, wenn wir nach Europa schauen, ist das ja noch ein viel virulenteres Thema. Und das ist für mich jetzt, also sind für mich die Kernschnittstellen und nicht mehr sozusagen die Idee von dem, was eigentlich die Demokratie auszeichnet. Und da müssen wir immer mehr raussetzen, weil sie genau das verweigern. Und das ist die Kernaufgabe gerade für mich der Zeit, wenn wir über Medienpolitik sprechen, über Digitalpolitik sprechen und über diese Themen, die wir heute verhandelt haben. Ja, Herr Strasser, wie muss denn eine Digitalpolitik aussehen, die diesen Strömungen entgegentritt oder die vielleicht eben auch ja mehr Konsens wieder schafft? Wie kann man das lösen? Das ist ja wirklich eine Mammutaufgabe. Ja, das ist Teil von Digitalisierung. Das stellt natürlich auch neue Fragen an Demokratiepolitik und wie verhandeln wir das, wie geht es sich auch das aus, müssen wir auch im Bundestag ja immer fragen, sind wir am Puls der Zeit, erreichen wir durch unsere Debatten, die wir da führen, auch noch die breite Masse der Bevölkerung, die wir damit erreichen wollen und für die wir alle gemeinsam Politik machen wollen. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, schon die Brandmauer in Richtung Extremismus zu ziehen. Also wenn es sich da dann um Leute handelt, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, würde ich es für falsch halten zu sagen, ja, mit dem muss man dann noch groß diskutieren oder die Hoffnung haben, dass man die wieder ins demokratische Lager durch Debatte zurückbringt. Das wird nicht gelingen. Und ich glaube, dass man eher den gegenteiligen Effekt erzielt, dass man denen den Anschein noch der Legitimität gibt. Also wir brauchen auf der einen Seite schon eine klare Brandmauer und Abgrenzung, aber auf der anderen Seite müssen es demokratische, insbesondere Parteien, schaffen, im Diskurs zu zeigen, dass es auch fundamentale Unterschiede in Denkansätzen, in Vorstellungen, wie unsere Gesellschaft aussehen soll, gibt und diese unterschiedlichen Vorstellungen dann auch bei Wahlen wählbar sind und es dann nach Wahlen auch Konsequenzen hat, wer entsprechend regiert. Und das hatten wir in den letzten Jahren der Politik nicht immer in dem Maße geschafft, dass man demokratischen Wettstreit als gut empfindet und als notwendig und Politik eben nicht alternativlos ist und es sozusagen im Sinne eines Pragmatismus eigentlich eh nur eine richtige Lösung gibt und da kümmert sich dann schon irgendjemand drum den Rest ist dann egal, sondern dass es in den großen Fragen unserer Zeit unbedingt strittige Debatten, Auseinandersetzungen geben muss. Also das ist jetzt die Aufgabe, der sich vor allem demokratische Parteien stellen muss. Und die Gesellschaft an sich muss sich eben die Frage stellen, auf welchem Niveau wollen wir miteinander auch umgehen. Diese wiederum dann Unversöhnlichkeit der Position, dass ich aus einer Haltung, einer politischen Haltung eines Menschen sozusagen ein ganzes Feindbild konstruiere und man in einem aggressiven Tonfall aufeinander losgeht, bis hin ja auch zu Morddrohungen von politisch Andersdenkenden, dass es in Deutschland Menschen gibt, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Amt zurückgeben, weil sie das nicht mehr aushalten. In Kommunalpolitik fängt es ja auch schon an, dass man gar nicht mehr Kandidatinnen und Kandidaten finde, die sich zur Wahl stellen wollen, weil sich viele sagen, das tue ich mir doch nicht an, mich da dauernd beschimpfen zu lassen von mir wildfremden Personen. Also das ist auch eine Frage an uns als Gesellschaft, die man nicht gesetzgeberisch regeln kann, sondern wo sich jeder Einzelne fragen lassen muss und sich selber hinterfragen muss, bin ich da auf der richtigen Spur? Oder tue ich Andersdenkenden dann auch Unrecht, wenn ich sozusagen nicht mit der Möglichkeit, dass der andere vielleicht doch
Recht haben könnte, ja, und ich im Unrecht bin. Das ist immer für mich die entscheidende Frage, so den Selbstzweifel an der eigenen Haltung noch zu haben. Vielleicht könnte der andere ja doch auch Recht haben. Wenn wir da wieder mehr in die Richtung kommen, dann glaube ich, wäre da auch viel geholfen. Mhm. Markus, was kann man vielleicht aus Sicht der Medien und auch des Medienkonsums noch verändern? Ja, ich glaube, Medienkonsum, da haben wir schon viel zu gesagt. Ich sehe das gesellschaftliche Thema größer. Wenn ich mir die in den letzten Jahren erschreckend aufgedeckten rechtsextremen Netzwerke in der Polizei und in der Bundeswehr ansehe, das ist nichts, was man wegleugnen kann und zeigt, wie sehr unsere Institutionen durchdrungen sind von, naja, Menschen, mit denen man reden muss, beziehungsweise sich fragen muss, wieso ist gerade die Polizei, wieso ist die Bundeswehr eine Institution, ein Raum, in dem rechtsextreme Menschen Platz finden, die verbeamtet werden, ja, also Staatsdienerinnen sind und dann sozusagen auch ihre extremistischen Haltungen durch die Kanäle spielen. Da müssen wir schon sehen, wir müssen das kommunikativ lösen. Wir können es nicht ausgrenzend lösen. Wenn wir sehen, wir haben vom Verfassungsschutz beobachtete Personen, dann sind das einzelne Personen, die identifiziert werden mit der Sache, aber wir haben Hunderte von Menschen, die damit nicht, die so im Kollektiv mitschwimmen und so weiter. Also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Erstmal sozusagen die vermeintliche Klarheit, die man hat, das finden wir ja oft in den Medien, zwischen richtig und falsch, erlaubt, verboten, nicht so starr zu halten, weil es reproduziert Ressentiments, die zu Problemen suchen, sondern es muss wirklich überlegt werden, was sind gesellschaftliche Strategien, demokratische Strategien, nicht zu sagen, du gehörst nicht zu uns, auf Wiedersehen, ab ins Gefängnis oder sonst wohin, sondern wie schaffen wir es sozusagen als Demokratie, und das zeigt eine starke Demokratie aus, hier kommunikativ, weil wir können nicht immer juristisch vorgehen, eine Wirklichkeit zu erzeugen, die lebbar ist, auch mit extremistischen Rändern, die Probleme zeugen, ohne aber zu sagen, die und die und die gehören nicht mehr dazu. Und das ist das große Problem, das ich sehe. Und das wird auch über Medien reproduziert. Und dann hat man natürlich den Erfolg der alternativen Medien, weil sie genau das Gegenteil geben von öffentlich-rechtlichen Medien etwa. Die sagen ja, öffentlich-rechtliche Medien sind das Feindbild und die sind sozusagen, die machen die schlimmste Darstellung und wir machen das Richtige. Und wenn die Welt so dichotom funktioniert, dann schlittern wir immer mehr in ein Problem der Spaltung von Gesellschaft, die irgendwann nicht mehr lösbar ist, aus meiner Perspektive zumindest. Jetzt spielen ja genau Desinformationen genau in diese Spaltung auch mit hinein. Herr Strasser, Sie haben es vorhin schon im Vorgespräch gesagt, es hat eine neue Ära begonnen, wo man eben selber als Medienkonsument das Thema Glaubwürdigkeit immer wieder neu leider auf den Prüfstand stellen muss. Vielleicht können Sie das so ein bisschen als Schluss auch noch mal uns sagen. Ja, also bei Verschwörungserzählungen waren verbreiten, die sich so explosiv, das ist natürlich über digitale Medien habe ich eine ganz andere Reichweite, ganz andere Kanäle, habe ein sehr niedrigschwelliges Angebot, habe auch nicht sozusagen auch nochmal einen Gegenpart, der meine These auch nochmal hinterfrage. Mir ist schon wichtig, dass Technik auf der einen Seite und es sind immer Menschen, die diese Technik bedienen und diese Technik benutzen. Deswegen ist eine digitale Aufklärung, eine digitale Mündigkeit von Menschen so extrem wichtig, dass ich verstehe, wie Algorithmen auch funktionieren und dass ich einordnen kann, dass das, was mir da angezeigt wird bei Facebook oder bei Netflix oder wo auch immer, nicht das ist, was die komplette Bandbreite ist, sondern dass es da noch mehr gibt und dass mir Dinge angezeigt werden, die, wo Facebook und Netflix davon ausgehen, dass mir da wahrscheinlich auch gefallen könnten. Ja, und in diesem Bewusstsein muss ich als Individuum sein, um mir eine Meinung und ein möglichst objektives Bild der Wirklichkeit bilden zu können. Deswegen ist der Faktor, der Umstand der Digitalkompetenz schon beginnend eigentlich in der Schule, dass ich nicht nur programmieren kann oder programmieren lerne wie eine Sprache, sondern dass ich auch kritisches Denken auch im Medienkonsum trainiere, informiert wäre, dass ich immer wieder Ansatzpunkte habe in der Gesellschaft und als Staat, mit den Menschen in den Diskurs zu gehen und zu sagen, so, das sind die technischen Möglichkeiten, das sind die Herausforderungen, aber letztendlich kann das kritische Denken, das Hinterfragen dessen,
mit dem ich konfrontiert werde, kann mir niemand abnehmen, sondern das ist die Aufgabe jedes und jeder Einzelnen, kritisch zu hinterfragen, was mir präsentiert wird, ob die Welt tatsächlich so einfach ist, in Gut und Böse, Plus und Minus, oder ob es vielleicht da noch auch noch eine Grauschattierung gibt, ja, eine Komplexität, und ich nicht immer eine einfache Lösung für jedes Problem habe. Also dieses kritische Denken auch im positiven Sinn zu nutzen, das wird die Aufgabe der Gesellschaft sein. Mich wundert manchmal, dass gerade die Menschen, die das teilen, solchen Content dann teilen, ja für sich selber eigentlich in Anspruch nehmen, ich bin ein kritischer Geist, ich hinterfrage irgendwie Politik, aber das, was man dann teilt, wiederum überhaupt nicht hinterfragt wird. Also wo dann überhaupt keine sozusagen Faktencheck passiert, dass man mal kurz googelt, also ja, stimmen die Namen dieser Flüchtlinge, die da angeblich jemand vergewaltigt haben, wenn ich die mal bei Google durchlaufe, oder finde ich da irgendwie andere Quellen, wo dann gesagt wird, ja, oder die Polizei selber sagt, das ist Unsinn, dass da verbreitet wird, dass man diesen kritischen Maßstab dann plötzlich da nicht mehr anlegt. Und der ist aber wichtig, also kritisch zu sein in alle Richtungen in seinem eigenen Meinungsbildungsprozess, um möglichst nah an die Realität zu kommen. Mhm. Ja, super. Das war ja schon wirklich ein tolles Schlusswort. Markus, möchtest du da noch was ergänzen oder? Nein, ich glaube, das können wir ja so stehen lassen. Ich stimme Herrn Strasser da natürlich zu, in großen Teilen. Ich habe ja mein Schlussplädoyer schon gehalten. Also da die Aufmerksamkeit der Zuhörerin nicht weiter strapazieren. Wunderbar. Genau, wir hoffen, dass wir mit dieser Veranstaltung auch ein bisschen zur Aufklärung beigetragen haben, denn gerade über diese neuen Medien und über die Funktionen und über die Neuerungen, die sie bringen, kann man, glaube ich, nicht oft genug sprechen. Lassen Sie uns auch im Diskurs bleiben. Vielen Dank für Ihre Fragen. Vielen Dank an Professor Dr. Markus Kleiner und Benjamin Strasser für die spannenden Ausführungen. Und ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sommerabend und möchte nochmal an die Spendenaktion auch erinnern und an das Paper, was Frau Kögler auch in den Chat gestellt hat. Es lohnt sich wirklich, das zu lesen, und da werden dann auch nochmal einige Perspektiven klarer. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.